Hi, mein Name ist Thomas Foster und ich habe super spannende Neuigkeiten für euch. Eric Pershing von Spectrasonics hat vor wenigen Tagen im El Rey Theater in Los Angeles Omnisphere 2.5, also die Version 2.5 von Omnisphere präsentiert. Und das Beste daran, dieses powervolle Update ist für User der Version 2 kostenfrei. Ich bin ein absoluter Omnisphere-Fan der ersten Stunde und in dieser mehrteiligen Serie möchte ich euch erklären, wie der Omnisphere funktioniert und wie man damit unglaublich coole Sounds macht. Zunächst aber möchte ich euch in diesem Video ein schnelles Update über die neuen Features von 2.5 geben. Ab der zweiten Folge gehen wir dann etwas tiefer in die Materie. Den Omnisphere gibt es seit 10 Jahren, also seit 2008, und das neue High Resolution User Interface hat sich seit der ersten Version vergrößert und deutlich verbessert. Omnisphere 2.5 hat deutlich mehr Power. Bisher bestand ein Sound aus maximal 2 Layern per Patch. In 2.5 haben wir bis zu 4 Layer. Eine einfache Instanz von Omnisphere hat jetzt bis zu 64 LFOs, 64 simultane Filter, 96 komplexe Envelopes und 160 Oszillatoren pro Voice. Das ist schon sehr abgefahren. Es gibt ein neues Granular User Interface. Der Sound, den ihr hier gerade hört, basiert auf einem Gesangssample von mir. Einen neuen Live-Mode. Und Omnisphere 2.5 hat Windows Multitouch. Das heißt, man kann Omnisphere live auf der Bühne mit jedem Windows-Tablet steuern. Aber die größte Neuheit nennt sich Hardware Synth Integration. Was bedeutet das? Wenn man einen analogen Synthesizer wie Moog Voyager, den Roland JP08 oder den Klavier Nord Lead besitzt, braucht man diesen nur über ein MIDI-Kabel mit seinem Laptop verbinden und Omnisphere 2.5 simuliert den originalen Sound und lässt sich über die Hardware-Regler des Synthesizers fernsteuern. Man braucht also den Audioausgang des Synthesizers gar nicht mehr verbinden. Jetzt könnte man sagen, wozu soll das gut sein? Mein Synthesizer hat doch bereits Sounds. Ja, aber Omnisphere bietet noch viele Funktionen mehr. Zum Beispiel sind einige Synths monophon. Diese lassen sich über Omnisphere alle polyphon, also mehrstimmig spielen. Die Bedienung ist extrem einfach. Einfach hier auf HW, das steht für Hardware, klicken und den gewünschten Synthesizer auswählen. Und schon reagiert Omnisphere auf alle Regler des Synthesizers. Im Moment werden 30 verschiedene Geräte unterstützt, aber Eric Pershing meint, das ist erst der Anfang. Aber auch wenn ihr keine Hardware-Synthesizer besitzt, man kann auf all diese Sounds zugreifen. Die neue Hardware-Library bietet über 1000 Patches. Damit kommt Omnisphere 2.5 auf insgesamt 14.000 Sounds. Das ist schon ziemlich fett. Mein Name ist Thomas Foster. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Video oder zum Omnisphere 2.5 habt, schreibt mir diese einfach in die Kommentare mit rein. Ich werde euch alles beantworten. Ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, klickt einfach mal den Daumen nach oben. Um keine meiner weiteren Folgen zu verpassen, abonniert bitte meinen Channel Thomas Foster Music Production. In den nächsten Folgen von Omnisphere 2.5 gehen wir ein bisschen näher ins Detail und ich erkläre euch genau, wie man den Omnisphere bedient. Danke fürs Dabeisein, immer schön kreativ bleiben. Cheers!